Hi. Ganz viele, die dieses Video gucken, kommen wahrscheinlich aus den letzten Wochen und Monaten, aus der Zeit, in der Memesmeet entstanden ist und aus der Zeit, in der Memesmeet wirklich, wirklich viele Leute erreicht hat. Ich bin Mango oder Lukas, ganz einfach. Einige von euch kennen mein Gesicht vielleicht inzwischen, denn ich streame inzwischen immer, wenn ich diese Memesmeets bearbeite. Ich sitze heute hier. Und ihr seht nur mein Gesicht und kein Stream und kein PeteSmeet-Content und nichts, aus einem einfachen Grund. Auf diesem Kanal wird es keinen weiteren PeteSmeet-Content geben. Das hat aber einen erfreulichen Grund nichtsdestotrotz. Und zwar werde ich ab dem heutigen Tag, ab diesem Donnerstag, wo ihr das Video seht, werde ich den Best-of-PeteSmeet-Kanal, den offiziellen der Jungs, übernehmen. Das hier soll aber jetzt kein Video sein, wo ich euch das erzähle, um zu sagen, oh mein Gott, wie geil. Ich freue mich darüber, unglaublich. Aber dieses Video soll nicht darüber gehen, sondern darüber, was ihr eigentlich mit diesem Channel gemacht habt. Denn dieser Channel hier, auf dem ihr dieses Video gerade guckt, der jetzt zu diesem Zeitpunkt noch Best of PeteSmeet bei Mango heißt, ich weiß nicht, wie er heißen wird in einem Jahr, ich weiß nicht, was daraus wird. Dieser Channel hier war jetzt eigentlich inzwischen 7 Jahre lang ein signifikanter Bestandteil meines Lebens. Ich habe diesen Kanal 2012 erstellt, mache seitdem PeteSmeet-Content hier. Wenn ihr eine detaillierte Geschichte davon haben wollt, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, einmal ein Video hochgeladen, wo ich alles zusammengefasst habe. Das war tatsächlich das Video, wo ich auch beschlossen habe, dass ich was Neues machen möchte. Und das Ergebnis daraus waren diese Memesmeets. Aber dieses Video ist eigentlich hier, weil ich mal Danke sage. Ich sage es ab und zu im Kleinen, ich bedanke mich vielleicht mal in Kommentaren oder sowas, aber jetzt, an dieser Stelle, hatte ich das Gefühl, es ist angemessen, mich mal mit einem Video persönlich bei euch zu bedanken. Ich nehme das jetzt 2 Tage vor dem Release auf. Ich glaube, wir sind bei 98.700 Abonnenten. 98.700 Menschen, die sich nach 7 Jahren hier angesammelt haben. Und jedem einzelnen von euch bin ich einfach unglaublich dankbar. Diese Geschichte, die bei mir entstanden ist, was alles passiert ist mit YouTube, was daraus geworden ist, was alles, was damit zu tun hat. Ich kann das gar nicht formulieren, das ist für mich alles einfach, ich weiß es nicht mehr, es ist einfach was Unglaubliches. Und gerade in den letzten Wochen und auch Monaten ist das Ganze nochmal viel insaner geworden. Wir haben uns zusammengefunden, um diese Videos zu schneiden. Wir haben Spaß gehabt dabei, auch wenn wir nicht immer absolut produktiv waren, ja, sondern sehr viel andere Scheiße gemacht haben. Aber wir waren da zusammen und auch an alle, die vielleicht nur still dabei waren oder einfach diese Videos gucken und sie genießen. Alle, die irgendwie mal hier waren. Danke, ehrlich. Es ist für mich einfach immer noch unbegreiflich, was alles passiert ist in der Zeit. Und dieses Video ist wirklich nur für euch und darum. Was ich alles auf dem neuen Kanal mache, was ich alles da im Weiteren plane, dafür ist ein Video jetzt zeitgleich auf dem offiziellen Kanal hochgeladen worden. Das könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Aber ich bin nur hier, um euch ein bisschen zu erzählen, was hier jetzt passieren wird. Eher gesagt, was ihr wollt, was hier passiert. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass hier momentan so viele sind, die sich sowohl mit meinem Content als auch mit den Streams und mit mir so sehr angefreundet haben. Und ich möchte das nicht komplett verloren gehen lassen. Hier wird kein PeteSmeet-Content mehr kommen, das habe ich gesagt am Beginn des Videos. Aber ich möchte jetzt hier trotzdem irgendetwas bringen. Nicht sofort, ich möchte mich erstmal einfinden in den offiziellen Best-of-Rhythmus. Ich will gucken, wie viel Zeit ich da ungefähr investieren muss. Und wenn ich etwas Zeit in der Woche übrig habe, auch neben privaten Dingen und so weiter, möchte ich die auch gerne in diesen Channel investieren. Und an dieser Stelle bin ich ganz ehrlich überfragt, was mit diesem Channel passiert. Ich führe den jetzt seit Jahren wirklich als Leidenschaft. Ich freue mich immer wieder darauf, hier neue Videos zu machen. Und ich hoffe auch immer noch, dass dieser Kanal unbedingt die 100.000 erreichen wird. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass diese 100.000 Abos irgendwann nochmal zusammenkommen. Wir sind knapp davor und das ist echt ein riesiges Ziel, das ich jetzt seit Ewigkeiten verfolge. Bis zu den 60.000, 70.000 hatte ich damals richtig explosiven Wachstum. Und irgendwann ist es ein bisschen stagniert und wir waren schon mal bei 97.000 oder sowas vor einem Jahr. Es ist runtergefallen auf 91.000 und jetzt von 91.000 zu diesen 98.500, wo wir jetzt sind. Das Ganze ist einfach im Verlauf der letzten 2 Monate passiert. Es ist absolut insane. Es ist einfach nur insane. In 2 Monaten wirklich 7.500 Abos. Einfach so dazu und so viele Leute, so viel Support. Es ist unglaublich. Jetzt habe ich mir auf jeden Fall gedacht, hier sind so viele Leute, die jetzt inzwischen eine gewisse Begeisterung für diesen Content, diese Content-Art hier haben. Was machen wir hier draus? Worauf ich auf jeden Fall Lust hätte, ist in irgendeiner Art und Weise in späterer Zukunft diese Streams fortzuführen. Es gibt einige lustige Games, die man in Streams spielen könnte. Ich hoffe, dass einige von euch vielleicht gerade wegen der Community auch hier sind und daran Spaß haben.
Und ich habe von vielen Seiten gesehen, dass sie sich auch wünschen, dass ich hier weiter etwas mache. Einfach, weil inzwischen doch etwas mehr Person drin steckt, als dass es nur Pietsmann ist auf diesem Kanal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Stream Spiele spielen, wie, was weiß ich, Whiplash oder so etwas. Bekannte Spiele, die man vielleicht eher aus der amerikanischen Streamer-Szene kennt. Spiele, die wir zusammen spielen können. Ich glaube nicht, dass es das Richtige wäre, wenn ich jetzt hier editierte Meme-Montagen hochladen würde aus Gameplay, das ich zum Beispiel spiele, wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn wir in Streams zusammen zocken würden und daraus würden wir dann, was weiß ich, Meme-Montages machen. Ich glaube nicht, dass das das Richtige wäre, weil das ist doch ehrlich gesagt ein relativ großer Schritt. Dieses Video ist übrigens komplett aus dem Stegreif. Ich habe mich hier hingesetzt, auf Aufnahme gedrückt und habe gesagt, pass auf, du laberst jetzt einfach mal das runter, was du im Kopf hast. Höchstwahrscheinlich werde ich im Nachhinein 10.000 andere Szenen nochmal aufnehmen, werde sie mit einer unterschiedlichen Beleuchtung irgendwo reinstecken, die werden euch wahrscheinlich aufgefallen sein. Aber ich konnte hier kein Skript schreiben, ich konnte das nicht irgendwie formulieren in fertig getippten Sätzen. Ich wollte euch einfach mal sagen, was ich gerade denke. Nichtsdestotrotz geht halt wie gesagt auf diesem Channel eine Ära zu Ende. Die Pietsmeet-Ära. Aber der Channel soll eine neue Ära erfahren. Und das Ganze nochmal wieder neu beleben. Ihr seid da draußen immer unglaublich kreativ in den Meme-Streams. Das wisst ihr, glaube ich, alle. Und vielleicht könnt ihr ja dieselbe Kreativität mal rausholen, wenn ihr sagt, was ihr euch auf diesem Channel vorstellen könntet. Ich rede hier nicht von jede Idee reinböllern, die irgendwie passt, um es mal direkt ein bisschen einzuschränken, sondern wenn ihr euch was vorstellen könnt, ja, das kann ich mir vorstellen. Da sehe ich dich in dem Video, da sehe ich uns zusammen im Stream. Schreibt das hier drunter. Ich bin euch allen unglaublich dankbar für alles, was in dieser Zeit passiert ist. Ich will das hier auch gar nicht größer ausführen. Ich will daraus gar kein dramatisches Video machen, weil das hier ist kein Abschied. Das ist kein, oh mein Gott, es ist vorbei oder alles verändert sich. Wir verschieben nur den Ort. Die Memesmeets gehen weiter. Die Memesmeets geht weiter auf dem offiziellen Best of Pietsmeet-Kanal. Ich werde dort weiter sein und ich möchte nur irgendwie in diesen Channel etwas Neues reinbringen. Gerade jetzt, wo so viele gemeinsam mit mir an diesem Channel so viel Spaß hatten, lasst uns hier drauf was machen. Sagt mir, worauf ihr Lust habt. Und wenn wir da einiges finden, probieren wir das gemeinsam aus. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach nur mal... ich weiß nicht, dieses Video musste einfach mal sein. Inhaltlich ist es jetzt gar nicht so viel. Es ist gar nicht groß drumherum geredet. Aber ich wollte das nicht twittern. Ich wollte das nicht, was weiß ich, im Discord schreiben oder sonst was. Ich wollte das mal als Video machen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich euch da wirklich persönlich mit ansprechen möchte. Also ja, ich danke jedem Einzelnen von euch, den ersten 100, die auf diesem Kanal waren, dem 95.000sten, den 96.000sten und jedem anderen, der irgendwie mal hier vorbeigeschaut hat. Und insofern, lasst uns das nicht wegschmeißen, lasst uns daraus was machen. Leute, ich danke euch allen, ich habe nichts weiter zu sagen. Insofern, wir machen eine kleine Pause auf diesem Channel. Eingewöhnung an den neuen Rhythmus, wie gesagt, am neuen Channel und alles. Und wenn ich damit durch bin und wenn ich einen Rhythmus gefunden habe und die Zeit finde, dann machen wir hier draus was. Also böllert in die Kommentare, ich danke euch für alles. Und insofern, bis bald hoffe ich.